So, willkommen zurück zu GTA Online. Heute checken wir den Last Team Standing Editor aus. Mal gucken, was wir da so anstellen können. Eine Location habe ich mir jetzt nicht rausgesucht. Bin mal gespannt, ob neue Objekte da sind. Ja, wo könnte ich denn jetzt... Okay, ja, ne, hier gibt es glaube ich schon was. Ich hätte mir die Location vorher aussuchen sollen. Vielleicht. Ich habe eine Idee. Wo war das? Wo war das? Wo ist sie? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da unten. Da ist die Tanke. Es ist zu freizügig hier, das ganze Gebiet. Das passt nicht. Was ist das hier? Ja, guck doch an, das ist so eine nette Ecke, ne? Guck mal hier. Das schreit doch schon danach, dass man hier spielt. Grenzen des Spielbereichs. Ach, wie geil, man kann eine Grenze einrichten. Läuft bei euch. Ja, dann richten wir die mal ein. Ja, korrekte Scheiße. Das ist der Mittelpunkt. Ja, schade, hat man den nicht richtig gemacht. Okay. Team 1. Wo startet Team 1? Das sind jetzt bis jetzt noch so Standardsachen. Ja, hier. Ich komme gerade aus dem Hotel. Ja. Kreativität. So. Okay. Team 2 kommt hier drüben hin. Ist eine eher kleine Map. So, ein noch. Packen wir in der Ecke. So, jetzt will ich erstmal gucken. Zusatzelemente. Ob wir da was Neues haben. Nein, nein. Ach, warte, stopp. Nö, 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 ne, nein. Da, nein. Bojen, nein.
Ja, ich glaube, dass die da jetzt nicht unbedingt neue Objekte hinzugefügt haben. Ein paar mehr Autowracks wären nicht schlecht. Ah doch, hier, das ist glaube ich neu. Generator und Lampe. Funktioniert die auch? Das wäre ja geil. Das Teil ist neu. Wo könnte man den hinstellen? Pack einfach hier in Deko. Rampen? Wie soll man eine XXL-Rampe machen? No. Zeichen? No. Anhänger? Nope. Autowachs ist auch nichts dazu. Dynamisch gibt's ja, ne. Ticketautomat könnte sein, weiß ich nicht genau. Ne, doch, den gab's auch schon. Ne, du, hier sind keine neuen Sachen. Außer der komische Trafo da oder was das jetzt war. Aber hier so ein Süßwarenautomat. Guck, das sieht ja hier aus. Fehlt doch mal voll der Süßwarenautomat, ne? Nee, nichts Neues. Aber gucken wir mal, was haben wir noch so hier? Ich überlege gerade, mache ich mit oder ohne Fahrzeuge? Ich glaube mit, also Verkehr an. Da weiß ich auch schon, was ich machen werde. Hier nicht diese anderen LKWs. Das ist auch dumm, du hast hier einen Abschlepper, mit dem du nichts abschleppen kannst. Du. Baue eine Baustelle hin, wegen der Milch. Ach, guck mal. Da haben wir doch, was ich gesucht habe. Das ist ein bisschen klein hier für eine Baustelle alles, ne? Soll ja auch authentisch sein hier. Guck mal, beladen, nicht beladen. Kann ich hier kein Auto platzieren, ey, diese Logik.
Dong, Mischa chillt sein Leben da. Natürlich muss man jetzt für eine Absperrung sorgen. Leider sind diese Pylone hier. Dynamisch und dementsprechend begrenzt verfügbar. Komm mal her, Freundchen, du musst ja hier richtig einreihen, ne? Komm mal ran. Wenn die Spacko-Indianer hier nicht auf Ideen kommen, diese bereuen. Wieso sei Spacko-Indianer? Wie komme ich auf so einen Scheiß? Onkel-Modus. Aha. Waren jetzt hier diese... Ah, hier ist der Lulatsch. Spaß am Baustellenbau. Welches Spiel war das nochmal? Das war genau doch Saints Row, das war so interaktiv. Da waren einfach mal zufällig überall Baustellen oder Fahrzeuge angehalten wurden von der Polizei. Alter, die Folge ist sowas von entspannt, ne? Keine Action, ich kann hier richtig mal eine Runde chillen. Fehlt nur der Hinweis. Zack, rüber da, Leuchtpfeil. Ich bräuchte noch 10.000 mal mehr Pylonen oder andere vernünftige Absperrungen. Was haben wir denn hier noch? Ja, nur die Sachen. Machen wir anders. Immer, nee, Kollege, wenn ich löschen sag, dann löschst du das. Ich habe immer so die Befürchtung, dass die das sowieso ignorieren, wenn man nur Pylone aufstellt. Ich habe eine andere Idee. Zack. Mensch, schon wieder dran vorbei, ey. Das ist der Wahnsinn. Guck mal hier.
Die ziehen da bestimmt rüber, die Verkehrs... Die normalen NPCs und ballern die Zäune weg. So, da ist ja natürlich die Ausfahrt. Da kommen nur Pylone hin. Symmetrie. Fahrzeuge müssen ja auch irgendwie rauskommen. Hier ist natürlich, ne, falls hier einer... Deswegen, ne, hier Käsebrot. Haben wir hier noch irgendwas anderes Lustiges? So. Stellen ja von Stapel Kisten hin. Dynamischen irgendwo, warte mal. Ach stimmt, nattet. So. Wo haben wir... Pass mal auf, Boing. Material. Schotterkiste, whatever. Sandsäcke, was? Was toll's. Hier wird ein seltsames irgendwas gebaut. Noch mehr Zement. Das Ding ist total überflüssig hier eigentlich. Ich müsste ein anderer Bagger stehen, um die Straße erstmal aufzureißen. Ja, eine Palette Bargeld. Gehört zu jeder guten Baustelle dazu. Breit genug für eine LKW, ne? Hier. Ja. Reicht doch, ne? Soll ich jetzt hier ins Mega-Detail gehen? Könnte man denn ja auch noch platzieren, ne? Mittellange Schallung. Ein auf wird renoviert gemacht hier.
Hä, hey, wieso geht er da aber da nicht? Ach, guck doch. Wie er aussieht. Naja, eine kleine Baustelle halt. Wurde halt noch nicht angefangen zu bauen. Kann den ja einfach... da platzieren, so. Tada, eine Baustelle. Ich bin ja immer geil. So, jetzt packen wir hier noch irgendwas hin. Haben wir hier nicht Dings? Wo haben wir so Geländedinger da? Da haben wir noch Kipplaster, what the fuck? Unser Modellspeicher explodiert gleich. Ey, Kollege. Alter, was habe ich denn jetzt hier angestellt? So. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso ist der... warum... hä? Der soll ja eigentlich nur, ne, den einen Bereich hier... der ist doch jetzt totaler sinnfreier Scheiß. Wieso guckt er denn immer in die Richtung? Was? Peile ich jetzt überhaupt nicht. Wen juckt's, ne? Na gut, wenn du nicht willst, dann nicht. War's das einfach mal schon? Ich brauche ja gar nichts mehr platzieren, ne? Außer Waffen. Das mache ich aber gleich so dann. Gucken jetzt nochmal an, was wir hier so machen können. Umgebung, da. Ja. Notdienste an. So. Gewinne mit, legt die Anzahl der Runden fest. Wie war das denn immer mal? Legt die Anzahl der Runden fest, die das Sassen dauert. Das wäre dann fast wie Suchen zerstören, ne, bei 4 Runden. Man muss ja immer 4 Runden gewinnen, glaube ich, bei Suchen zerstören. Ah ne, es gibt insgesamt, glaube ich, nur 4 Runden, ne? Das ist mies. Mal auf 2. Wer 2-mal gewinnt, hat gewonnen. Okay, man hat hier nicht wirklich viele Einstellungen. Es ist einfach nur so, dass man nach einem Mal absterben tot ist halt, ne? Also Last Team Standing halt.
Besondere Fähigkeiten hat der Editor an sich jetzt nicht. Ist eigentlich ein stinknormales Deathmatch. Nur halt mit einem Leben. Wo ist halt eine Teil gewesen eigentlich? Da Maschinen, ne? So. Das ist ja ein Witz dann. Tö. Wir prügeln uns hier fast eine halbe Stunde rum. Dann ist das Highlight eigentlich die Baustelle hier. Ich verteile jetzt hier noch vielleicht ein paar Deckungsmöglichkeiten. Das wäre eine Idee. Naja, ich werde das auf jeden Fall jetzt zu Ende machen. Und gucken wir mal, dass wir, wenn wir mal wieder eine Session haben mit mehreren Spielern, dass wir das Ganze mal zocken hier. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war's auf jeden Fall mit dem Last Team Standing Update. Dann geht's ab morgen wieder normal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.